Herr Minister, Sie haben im September den Reformdialog gestartet, seither einige Reisen unternommen, auch mit allen Parlamentsparteien geredet. Können Sie kurz skizzieren, wo steht denn die Reform? Guten Morgen zuallererst. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben gesagt, wir legen diesen Reformdiskussionsprozess breit an, um möglichst viele Menschen und auch Meinungen einzubinden. Das war immer das große Ziel, weil es eine große Reform sein sollte. Wir haben natürlich vor allem auch im Inland mit vielen gesprochen. Mit den Sozialpartnern gibt es dann noch eine größere Runde, aber auch informell gibt es mehrere Gespräche mit, Sie haben es angesprochen, den Sozialsprechern des Parlaments. Es wird Ende November eine größere Enquete geben mit allen Parlamentariern, die eingeladen sind und die kommen wollen. Wir sprechen natürlich auch mit betroffenen Arbeitssuchenden. Es gab zwei Termine in Graz und Wien. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und heute ist ein Gespräch zum Thema der juristischen Aspekte der Reform. Wir stehen in der Mitte dieses Diskussionsprozesses. Es kommen sehr, sehr häufig ähnliche Aspekte. Das ist recht komplex. Vereinfachung spielt eine große Rolle. Natürlich die Höhe des Arbeitslosengeldes spielt eine große Rolle. Natürlich kommen immer auch wieder Dinge wie Zumutbarkeit und die Frage, wie man damit umgeht. Es gibt Dinge, die gar nicht so bekannt sind. Durch die Arbeitslosenversicherung wird zum Beispiel die Bildungskarenz bezahlt oder eine Teilpension im Übergang zur Pension. Auch das sind Dinge, die natürlich Geld kosten und die man sich anschauen muss. Also wir sind mitten in der Diskussion und das Ziel bleibt weiterhin, Anfang nächsten Jahres dann ein Gesamtpaket zu haben mit zwei Hauptzielen, mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen und zweitens, dass Einkommen gut abgesichert sind, besser vielleicht noch abgesichert sind im Fall der Arbeitslosigkeit, wie das jetzt der Fall ist. Über Details werden wir dann auch noch reden. Frau Professorin Auermeier, Sie haben Ihre Habilitation über Mitverantwortung in der Sozialversicherung geschrieben. Was bedeutet das und welche Mitverantwortung besteht denn in der Arbeitslosenversicherung? Ja, also zunächst schönen guten Morgen natürlich von meiner Seite auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich meine, kurz gesagt bedeutet Mitverantwortung, wie viel Eigenverantwortung hat der Einzelne trotz oder gerade wegen der Einbindung in die Sozialversicherung. Ich möchte vielleicht, bevor ich das näher ausführe, ganz kurz allgemein aber Worte zur Sozialversicherung sagen. Die Sozialversicherung basiert eigentlich darauf, dass durch Pflichtmitgliedschaft im Regelfall eine Risikogemeinschaft gebildet wird. Das heißt, die Beitragsleistenden, die Versicherten zahlen Beiträge. Im Gegenzug können sie sich darauf verlassen, dass die Versichertengemeinschaft für sie einsteht. Was ist jetzt das Soziale an der Sozialversicherung? Naja, da gibt es mehrere Faktoren. Also zunächst einmal das Risiko spielt keine Rolle. Also die Frage, ob ich jetzt häufig damit rechnen muss, arbeitslos zu werden oder nicht, führt jetzt nicht dazu, dass ich irgendwie mehr Beiträge leisten muss oder sonst zunächst einmal irgendwelche Nachteile befürchten muss. Darüber hinaus ist jetzt auch keine strenge Äquivalenz zwischen den Beiträgen und den Leistungen, die man bekommt. Also es werden gewisse Zeiten angerechnet, wo man nicht gearbeitet hat, zum Beispiel Kindererziehungszeiten. Es werden zum Beispiel für Geringverdiener die Beiträge gesenkt etc. Das Ganze basiert also ganz zentral auf dem Grundsatz der Solidarität. Und Mitverantwortung beschreibt jetzt eigentlich den Umstand, dass diese Solidarität halt, wie man so schön sagt, keine Einbahnstraße ist, sondern dass man halt auch erwartet, dass der Einzelne, der eben auf die Versichertengemeinschaft bauen kann, sich trotzdem auch selbst solidarisch verhält. Und die Mitverantwortung meint jetzt, in welchem Ausmaß muss er das denn tun, weil das steht natürlich nicht ein für alle Mal fest. Konkret für die Arbeitslosenversicherung kann man sagen, dass da diese Mitverantwortung auch historisch gesehen sehr streng oder sehr weit ausgeprägt ist. Also das heißt, die Versicherten, wenn sie arbeitslos werden, können sich jetzt nicht einfach gemütlich machen in der sozialen Hängematte, in der viel zitierten, sondern es wird eben erwartet, dass sie eine Beschäftigung aufnehmen, dass sie selbst Anstrengungen unternehmen, eine Beschäftigung zu finden, sich gegebenenfalls umschulen lassen etc. Also das ist vielleicht auch ein Aspekt, der jetzt so in der Diskussion manchmal ein bisschen untergeht. Es ist jetzt keineswegs so, dass arbeitslose Personen vollkommen beliebig sagen können, ach, mich freut es jetzt gerade nicht, ich möchte Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen. Ja. Okay. Frau Professorin Brammes-Huber, Sie haben sich in Ihren Forschungen mit der Idee einer europäischen Sozialversicherung auseinandergesetzt und dabei auch Vergleiche zum amerikanischen, US-amerikanischen Modell gezogen. Ganz generell, was kann und soll eine Arbeitslosenversicherung denn überhaupt leisten?
Vielen Dank für die Frage. Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht zäumen wir das Pferd von hinten auf und ich beginne mit Ihrer letzten Frage. Was soll und kann eine Arbeitslosenversicherung überhaupt leisten? Das primäre Ziel, auch wenn man sich das im europäischen Vergleich anschaut, ist es zunächst einmal die soziale und materielle Existenz zu sichern für die Zeit der Arbeitslosigkeit plus der arbeitslosen Person Zeit für die Arbeitssuche zu verschaffen. Das ist einmal das primäre Ziel, jedenfalls so, wie sich das auch in den europäischen Mitgliedstaaten ausgestaltet. Hinzu kommt, wie der Herr Minister schon gesagt hat, dass es natürlich auch, und da kommen wir dann in die Details hinein, dort, wo es dann leider ein bisschen unübersichtlich wird, auch aktuell, zu anderen Aufgaben der Arbeitslosenversicherung, der Arbeitsmarktpolitik dann aber auch schon, also ein Bereich, der jetzt gar nicht so in unsere rechtswissenschaftliche Zuständigkeit fällt, aber Weiterbildungsgeld, Bildungsteilzeitgeld etc., Umschulungsgeld. Das sind arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die aber auch in der Arbeitslosenversicherung groß, im Groben und Ganzen geregelt sind. Kommen wir aber zu dieser ersten wichtigen Funktion und Säule zurück, soziale und materielle Existenzsicherung und Verschaffen von Zeit zur Arbeitssuche. Das, was die Arbeitslosenversicherung in Österreich macht und auch in allen anderen Mitgliedstaaten, ist, dass in einem ersten Zeitraum, quasi die erste Säule dieser Arbeitslosenversicherung, dass hier keine Bedarfsprüfung, keine Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen wird. Soll heißen, wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, besteht ein Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitsversicherung, konkreto auf das Arbeitslosengeld, das eben dieser Absicherung der materiellen und sozialen Existenz dienen soll. Und da wird eben keine Bedürftigkeits- oder Bedarfsprüfung gemacht. Das war historisch gesehen noch anders. Wir haben uns gerade vorher schon vorab darüber unterhalten. Das Arbeitslosenversicherungsgesetz oder die Arbeitslosenversicherung ist im Vergleich zu den anderen Versicherungszweigen, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversicherung, relativ neu, ist erst 100 Jahre alt, stammt aus 1920. Damals wurde noch eine Bedarfsprüfung gemacht. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Die Bedarfsprüfung, also die Frage, ob jetzt tatsächlich die Person bedürftig ist, ob es dieses Arbeitslosengeldes wirklich bedarf oder ob ich nebenbei eben einen Porsche weiterfahren kann und meine Wohnung in 1010 Wien haben kann, die wird erst in einer zweiten Stufe gemacht, beziehungsweise eigentlich erst auf einer dritten Stufe, nämlich dritte Stufe bei der Sozialhilfe. Also das ist diese dieser große Zweck, der primäre Zweck der Arbeitslosenversicherung, wenn man sich jetzt diese erste Säule, das Arbeitslosengeld ansieht, soziale, kulturelle Existenz, materielle Existenzsicherung und Verschaffen von Zeit zur Arbeitssuche. Es können natürlich auch ganz andere Zwecke verfolgt werden und da gab es vor einigen Jahren, mittlerweile sind schon fast 10 Jahre, bin ich drauf gekommen, auch die Idee einer sogenannten europäischen Arbeitslosenversicherung, die sich ganz stark am amerikanischen Modell angelehnt hat, dass vor allem ein gewisser Stabilisierungsfaktor ist, soll heißen, Arbeitslosengeld soll relativ schnell an kurzfristig arbeitslose Personen ausgezahlt werden, um die Wirtschaft zu stabilisieren und um die Wirtschaft gleichzeitig wieder anzukurbeln.